Unser Schlaf ist überlebenswichtig. Wenn wir uns zum Schlafen nicht ins Bett legen, schlafen wir irgendwann automatisch ein. Das kennen, denke ich, die meisten. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, wenn wir also künstlich wachgehalten werden würden, da gibt es viele Experimente dazu, dann könnten wir auf Dauer nicht überleben. Während des Schlafes ist unser Körper nämlich hochaktiv und es finden viele Regenerationsprozesse statt, von denen wir bewusst überhaupt nichts mitbekommen. Man kann sagen, dass sich jedes Organsystem unseres Körpers von den Belastungen erholt, die es während des Tages erfahren hat. Und wer auf Dauer zu schlecht oder zu wenig schläft, gefährdet damit sein Immunsystem, den Stoffwechsel und sogar das Herz. Aber besonders drastisch sind die Folgen für das Gehirn. Während des Schlafes werden nämlich alle Informationen und Eindrücke, die während des Tages auf uns eingewirkt haben, verarbeitet. Und das Gehirn selektiert, welche Informationen wichtig sind und entsprechend ins Langzeitgedächtnis übernommen werden sollen und welche nicht. Ein weiterer Faktor im Zusammenhang mit dem Gehirn ist besonders wichtig und da möchte ich einmal kurz ausholen. Das Gehirn eines Erwachsenen macht nur ca. 2% des gesamten Körpergewichtes aus, ist aber auf der anderen Seite für enorme 25% des gesamten Energieumsatzes verantwortlich. Dementsprechend ist das Gehirn sehr stoffwechselaktiv und überall da, wo wir eine hohe Stoffwechselrate haben, fallen natürlich auch viele Stoffwechselendprodukte und Abfallstoffe an, die entsorgt werden müssen. Da könnte man jetzt an die Autophagie als Reinigungsmechanismus denken, aber das spielt tatsächlich im Gehirn eine eher untergeordnete Rolle. Da gibt es nämlich ein spezielles Entsorgungssystem, das sogenannte glymphatische System. Das klingt recht ähnlich zum lymphatischen System, weil es auch relativ ähnlich arbeitet. Es ist nämlich so, dass sich das glymphatische System, während wir schlafen, stark an Umfang zunimmt. Und es saugt dann über die Endfüße in der sogenannten Astrozyten die Schadstoffe aus dem Gehirn auf, übergibt sie dann an den Blutkreislauf und der Blutkreislauf transportiert die Schadstoffe dann zu den herkömmlichen Entgiftungsorganen wie den Nieren oder der Leber und da werden die Schadstoffe dann letztendlich abgebaut. Der große Knackpunkt dabei ist aber, dass das glymphatische System nur arbeitet, während wir schlafen. Wenn wir wach sind, befindet sich nämlich nur relativ wenig Flüssigkeit im glymphatischen System und die Schadstoffe werden entsprechend gar nicht erreicht. Und sobald wir einschlafen, werden die Kanäle und Kammern des Gehirns mit Flüssigkeit durchflutet, was die Grundlage ist dafür, dass das lymphatische System überhaupt arbeiten kann. Man konnte auch feststellen, dass die Beta-Amyloide, die im Zusammenhang mit Alzheimer bekannt sind, weil sie Plaques bilden, auch durch das glymphatische System entsorgt werden. Das heißt, der richtige Schlaf spielt auch im Zusammenhang mit der Alzheimer-Prävention eine große Rolle. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel auf das Gehirn bezogen. Während des Schlafes werden außerdem krebserzeugende Gene herunterreguliert. Der Körper wird nämlich durch die sogenannten Makrophagen in regelmäßigen Abständen mit dem sogenannten Tumornekrosefaktor geflutet, welcher wiederum die Apoptose fördert. Die Apoptose ist der programmierte Zelltod, also eine Art zelluläres Suizidprogramm. Das klingt jetzt erstmal negativ, weil Zellen absterben, aber tatsächlich ist die Apoptose absolut essentiell für unsere Gesundheit. Es werden nämlich ausschließlich mutierte oder fehlerhafte Zellen abgetötet und so wird verhindert, dass schädliche Krebszellen zum Beispiel erst entstehen. Wir sehen also insgesamt, dass der Schlaf absolut wichtig ist für unsere Gesundheit. Dabei kommt es aber nicht so stark darauf an, wie lange wir schlafen. Jemand, der zum Beispiel 12 Stunden täglich schläft, muss nicht unbedingt oder tut damit nicht unbedingt mehr für seine Gesundheit als jemand anders, der nur 7 Stunden schläft, dafür aber diverse Schlaftipps befolgt. Es kommt vielmehr darauf an, wie effektiv wir schlafen. Und das misst sich zum Beispiel daran, wann wir die erste Tiefschlafphase erreichen. Man kann generell sagen, je früher wir die erste Tiefschlafphase erreichen, desto größer ist der Regenerationserfolg. Da könnte man sich jetzt sagen oder sich jetzt fragen, kann ich stattdessen nicht einfach nochmal eine Stunde Mittagsschlaf machen, um den fehlenden Schlaf auszugleichen? Kann man grundsätzlich machen, ist keine schlechte Idee, aber man muss auch sagen, dass der Schlaf am Tag bei weitem nicht so effektiv ist wie der Schlaf in der Nacht. Das hängt damit zusammen, dass am Tag natürlich die Dunkelheit fehlt. Und die Dunkelheit ist die Voraussetzung dafür, dass das Schlafhormon Melatonin gebildet werden kann, was absolut essentiell ist für einen erholsamen Schlaf. Und dazu kommt, dass auch aufgrund dessen die verschiedenen Schlafphasen mit wechselndem Tiefschlaf und REM-Schlaf fehlen und entsprechend weniger Regenerationsenzyme ausgeschüttet werden. Und natürlich haben wir in unserer heutigen Zeit auch nicht unbedingt noch mal Zeit, eine Stunde Mittagsschlaf zu machen. Deswegen möchte ich dir im heutigen Video meine Tipps mit an die Hand geben, wie du mit gegebener Schlafdauer deutlich effektiver schlafen kannst und dich besser erholst.
Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist ein festes Ritual vor dem Schlafengehen. Wir sollten jeden Tag vor dem Schlafengehen eine feste Gewohnheit, bei der wir gut zur Ruhe kommen können, durchführen. Wir können zum Beispiel ein paar Seiten in einem Buch lesen, solange es jetzt kein aufregender Roman ist, oder wir können meditieren. Die Meditation kann ich besonders empfehlen, weil der Körper während der Meditation Melatonin, also das Schlafhormon, bildet, was er im Rahmen des Schlafes sowieso bilden muss. Also eine optimale Voraussetzung, um erholsam zu schlafen. Dazu kommt, dass wir durch die Meditation Stress abbauen, den Kopf freikriegen. Ja, also optimal, wie gesagt, um erholsam zu schlafen. Generell kann man sagen, unabhängig davon, was wir jetzt für ein Ritual durchführen, dass es uns die Möglichkeit gibt, den Körper schon vorher auf den Schlaf zu konditionieren. Der zirkadiane Rhythmus, also unser Schlaf-Wach-Rhythmus, hängt nämlich nicht nur von äußeren Faktoren ab, sondern ist auch durch unser Verhalten beeinflussbar. Das heißt, wenn wir jeden Tag ein bestimmtes Ritual vor dem Schlaf durchführen, dann merkt das der Körper mit der Zeit, weiß, aha, nach dieser Tätigkeit kann ich mich regenerieren, und er stellt sich hormonell darauf ein. Und dadurch haben wir den Vorteil, dass wir nach dem Ritual oder auch während des Rituals schon halt sehr gut müde werden und dann keine Einschlafprobleme mehr haben. Also ich mache das immer so, dass ich mich 10 bis 20 Minuten, bevor ich eigentlich schlafen gehen möchte, dann nochmal aufs Bett setze. Ich versuche dabei an absolut nichts zu denken und einfach den Kopf frei zu kriegen und konzentriere mich voll auf meinen Atem. Und dabei merke ich auch immer schon, dass ich total müde werde. Der nächste Punkt geht in eine ähnliche Richtung. Der zirkadiane Rhythmus, also der Schlaf-Wach-Rhythmus, ist wie gesagt nicht nur von äußeren Faktoren abhängig, wie zum Beispiel der Tageszeit oder den Temperaturen, sondern ist beeinflussbar auch durch unser Verhalten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel regelmäßig zu einer festen Zeit ins Bett gehen, dann werden wir auf Dauer auch ungefähr zu dieser Zeit müde. Und auf der anderen Seite, wenn wir immer zu einer ähnlichen Zeit aufstehen, dann werden wir auch wach zu ungefähr dieser Zeit. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite dann aber einen unregelmäßigen Rhythmus haben, dann kann sich unsere innere Ruhe nicht darauf einstellen. Und wir haben am Abend entsprechend Probleme einzuschlafen und kommen morgens nicht aus dem Bett, was insgesamt die Schlafqualität verschlechtert und uns auch im Alltag müde und unausgeruht werden lässt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Wie schafft man es jetzt, so einen Rhythmus einzurichten? Man könnte jetzt natürlich versuchen, dass man jeden Tag zu einer festen Zeit ins Bett geht. Das klappt aber in der Praxis tatsächlich nicht so. Ich denke, das kennt die meisten auch. Wenn man sich jetzt vornimmt, ich gehe zu dieser festen Zeit ins Bett, dann hängt man in der Regel noch 1-2 Stunden vorher im Bett, frustriert, schafft es aber nicht einzuschlafen, weil man einfach noch nicht müde ist. Die bessere Möglichkeit ist da, dass man versucht, zu einer festen Zeit aufzustehen. Das ist zwar natürlich auch nicht angenehm, aber das kriegt man mit dem Wecker in der Regel hin. Und dann ist man am Abend dieses Tages natürlich auch früher müde, kann früher ins Bett gehen und kann so, wenn man das regelmäßig macht, den Schlafrhythmus stabilisieren und kann dann leichter einschlafen und leichter aufstehen am Morgen. Glücklicherweise haben die meisten, die berufstätig sind oder auch in die Schule oder in die Uni gehen, einen relativ stabilen Rhythmus. Aufpassen muss man nur, wenn man jetzt berufstätig ist und wechselnde Schichten hat. Da würde ich empfehlen, wenn es natürlich möglich ist, dass man trotzdem ungefähr zur gleichen Zeit aufsteht. Da ist man ja meistens dann auch produktiver und hängt nicht nur im Bett rum. Genauso, wenn man Urlaub hat oder auch an den Wochenenden oder wenn man Ferien hat, da würde ich dann auch empfehlen, darauf zu achten, dass man den Rhythmus nicht zu weit aus dem Ruder geraten lässt. Wenn das Klingeln des Weckers uns brutal aus dem Schlaf reißt, schüttet der Körper Stresshormone aus. Und wenn wir dann noch immer wieder die Schlummertaste drücken, erzeugen wir diese Stresssituation logischerweise mehrfach für den Körper. Er weiß also gar nicht, ob er jetzt weiter schlafen oder aufstehen soll. Und die paar Minuten zusätzlichen Schlaf, die wir ihm damit geben, das ist relativ unruhiger Schlaf, also keine zusätzliche Erholung, dass man es damit irgendwie rechtfertigen könnte. Und kurz bevor der Wecker klingelt, befinden wir uns bereits im REM-Schlaf. Und in diesem letzten Schlafzyklus hat der Körper bereits relativ hohe Cortisol- und Testosteronwerte, weil er sich schon auf das Aufstehen vorbereitet. Wenn wir dann kurz aufwachen, um die Schlummertaste zu drücken, dann unterbrechen wir den REM-Schlaf. Und wenn wir dann wieder einschlafen, um ein paar Minuten später wieder aufzuwachen, beginnt der Körper einen neuen Schlafzyklus und senkt die Cortisol- und Testosteronwerte entsprechend ab. Und wenn wir dann wirklich aufstehen wollen, dann kommen wir halt schwer aus dem Bett und haben auch den Tag über dann mit Müdigkeit zu kämpfen. Also ist die Devise immer, etwas länger schlafen, aber dafür direkt aufzustehen.
Wir haben aber natürlich trotzdem noch das Problem, dass wir unter Ausschüttung von Stresshormonen relativ unschön und brutal aus dem Schlaf gerissen werden. Eine gute Alternative, die sich sogar an unserem Biorhythmus orientiert, ist ein Tageslichtwecker. Den Tageslichtwecker können wir schon am Abend nutzen, bevor wir schlafen gehen. Wenn wir ihn nämlich einschalten, wird das Licht stufenweise dunkler, sodass die Zirbeldrüse unseres Gehirns das Schlafhormon Melatonin bilden kann. Genauso wie es bei einem Sonnenuntergang abläuft, der ja natürlicherweise unsere Schlafenszeit einleitet. Melatonin ist, wie gesagt, das Hautschlafhormon. Es verlangsamt die Herzfrequenz und den Blutdruck, senkt unsere Körpertemperatur und sorgt damit dafür, dass wir langsam müde werden. Und in dem Zeitraum, wo das Licht abgedunkelt wird, können wir wunderbar das Abendritual unterbringen, das ich vorhin angesprochen habe. Das heißt, wir können meditieren, wir können lesen, eben so lange, bis das Licht vollkommen ausgegangen ist. Und dann können wir einschlafen. Also insgesamt haben wir da eine super Einschlafhilfe. Am Morgen, wo wir den Wecker dann eigentlich einsetzen wollen, wird das Licht stufenweise heller, analog zu einem Sonnenaufgang entsprechend. Und dadurch, dass das Licht auf die Netzhaut unseres Auges trifft, wird das Melatonin dann langsam wieder abgebaut, sodass wir dadurch wach werden. Und zu der eigentlichen Weckzeit ist das Licht dann schon so hell, dass wir allein durch die Helligkeit wach werden, im Idealfall. Und wenn das nicht so ist, dann können wir zusätzlichen Weckton einstellen dafür. Das heißt, wenn wir durch die Helligkeit nicht wach werden, erklingt nach einer gewissen Zeit ein Weckton, durch den wir dann auf jeden Fall wach werden und dann vermeiden, dass wir verschlafen, was natürlich auch der Sinn ist eines Weckers. Aber selbst dann haben wir den Vorteil, dass das Licht ja für eine gewisse Zeit auf uns geweckt hat. Das heißt, der Körper hatte schon die Möglichkeit, das Melatonin abzubauen und ist unterbewusst quasi schon auf das Aufwachen eingestellt. Und dazu kommt, dass das Licht von Tageslichtweckern in etwa dem Farbspektrum natürlichen Sonnenlichts entspricht. Und viele Tageslichtwecker haben da sogar viele verschiedene Farbstufen, die dann insgesamt dem natürlichen Sonnenlicht schon sehr nahe kommen. Sodass wir insgesamt ein sehr natürliches und sanftes Aufwacherlebnis haben. Dann der nächste Punkt. Späte Mahlzeiten sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Ich weiß, dass das ziemlich schwer sein kann, gerade wenn man berufstätig ist, dann ist man ja sowieso immer erst relativ spät zu Hause. Da möchte man ja auch nicht direkt was essen, sondern erstmal zur Ruhe kommen. Und wenn man dann eventuell noch zum Sport geht, dann wird es ja sowieso deutlich später. Also das kann ich schon verstehen. Wir sollten aber trotzdem versuchen, die letzte Mahlzeit eines Tages spätestens 3 bis 4 Stunden vor dem Schlafengehen zu essen. Sonst haben wir das Problem, dass die Verdauung noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Und die Verdauung läuft im Schlaf eigentlich auf Sparflamme. Logisch, der Körper möchte sich ja nicht auf die Verdauung konzentrieren, sondern auf die Regeneration. Denn die Verdauung ist auch ein vergleichsweise aufwendiger Prozess. Also da wird viel Energie benötigt. Und die Folge zu späten Essens sind entsprechend Einschlafstörungen, weil der Körper eben noch mit der Verdauung beschäftigt ist und noch nicht zur Ruhe kommen kann. Und zum anderen schlafen wir auch ziemlich unruhig, was dazu führt, dass wir uns nicht vollständig regenerieren können und am nächsten Tag dann eventuell mit Müdigkeit zu kämpfen haben. Wenn wir einschlafen, erweitern sich die Blutgefäße, die dicht unter der Haut liegen. Sie geben Hitze ab, wodurch die Hauttemperatur abnimmt. So schafft der Körper nämlich die Grundlage dafür, dass er im Schlaf optimal regenerieren kann. Die Körpertemperatur wird normalerweise natürlich nicht durch die Umgebungstemperatur bestimmt. Also wenn es draußen friert, da fällt unsere Körpertemperatur ja auch nicht drastisch ab und genauso wenig überhitzen wir, wenn wir uns mal in der Sauna aufhalten. Also der Körper hat ja diverse Regulationsmechanismen, mit denen er unsere Körpertemperatur stabil hält. Wenn wir schlafen, sind diese Regulationsmechanismen wie der Zitterreflex oder der Schwitzreflex aber bei weitem nicht so effektiv und deswegen wird eine Verhaltensänderung erforderlich. Bedeutet, wenn es uns im Schlaf zu warm oder zu kalt ist, drehen wir uns vermehrt oder wir stoßen die Bettdecke weg, um eben die Temperatur zu regulieren. Durch diese Bewegung, wenn sie auch etwas extremer werden, können wir sogar wach werden. Das bedeutet, wir haben insgesamt einen ziemlich unruhigen Schlaf, wenn wir unterbewusst die Temperatur regulieren müssen. Wenn wir jetzt aber für ein relativ kühles Klima im Schlafzimmer sorgen, ist keine Temperaturregulierung mehr erforderlich. Wir bewegen uns entsprechend weniger und schlafen tiefer. Die optimale Schlafzimmertemperatur liegt nämlich zwischen 15 und 19 Grad, ist also wirklich relativ kühl. Und in diesem Temperaturbereich bildet der Körper automatisch die optimale Menge an Melatonin, was absolut essentiell ist für einen erholsamen Schlaf. Damit wir in diesen Temperaturbereich kommen, sollte das Schlafzimmer das ganze Jahr über unbeheizt sein und wir sollten mit geöffnetem Fenster schlafen. Und am besten auch nackt, also ohne Schlafanzug. Weil wenn wir im Schlaf Kleidung tragen, erschweren wir es dem Körper damit ebenfalls, Wärme abzugeben, was zu einem unruhigen Schlaf führt.
Jetzt waren wir gerade bei der Temperatur im Schlafzimmer. Wir können aber auch generell für die Luftqualität im Schlafzimmer einiges tun. Durch Ausdünstung von Möbeln und auch von der Wandfarbe haben wir nämlich immer ein gewisses Maß an Schadstoffen in der Luft. Und die können wir reduzieren durch Zimmerpflanzen. Zimmerpflanzen absorbieren nämlich Luftschadstoffe. Gleichzeitig wandeln sie im Rahmen der Photosynthese Kohlenstoffdioxid in der Luft in Sauerstoff um. Das kennen wahrscheinlich die meisten auch aus dem Biologieunterricht, ist aber auf jeden Fall auch positiv für das Raumklima. Die Zimmerpflanzen erhöhen aber ebenfalls die Luftfeuchtigkeit, wodurch wir auf jeden Fall häufiger lüften sollten. Was aber im Endeffekt, was wir im Endeffekt sowieso tun sollten, ist sowieso positiv, um eben verbrauchte Luft quasi auszutauschen. Und auch sehr wertvoll für das Raumklima ist auf jeden Fall eine Salzkristalllampe. Das ist im Prinzip einfach nur ein Himalaya-Salzkristall, in den eine Glühlampe eingearbeitet ist. Und dadurch erzeugt die Lampe ein sehr warmes, natürliches Licht, was sich positiv auf die Psyche auswirkt. Und wenn wir die Lampe jetzt einschalten, erwärmt sie den Salzkristall, sodass negativ geladene Ionen in die Luft abgegeben werden. Gleichzeitig wirkt das Salz hygroskopisch. Das bedeutet, es zieht die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft an. Die Wassermoleküle, die quasi angezogen werden, beinhalten aber auch Luftschadstoffe, sowas wie Schimmelsporen und Bakterien. Und die Luftschadstoffe werden mit dem Wasser zusammen dann an den Salzblock gebunden. Wenn die Lampe dann eingeschaltet wird, erwärmt sie den Salzblock, sodass das Wasser wieder an die Luft abgegeben wird. Das heißt, das Wasser verdunstet, die Schadstoffe bleiben aber weiterhin an das Salz gebunden. Und so reinigt die Lampe die Umgebungsluft. Ich denke, viele von euch schlafen nicht direkt ein, wenn sie sich ins Bett legen, sondern sind mit dem Smartphone noch auf YouTube, Instagram, WhatsApp oder wo auch immer unterwegs. Aber auch da dürfen wir die Augen nicht vor den Folgen verschließen. Wobei wir im Prinzip schon die Augen verschließen sollen. Es geht nämlich um das Displaylicht des Smartphones. Dieses stört unseren zirkadianen Rhythmus. In unseren Augen liegen nämlich Rezeptoren, die das Photopigment Melanopsin enthalten. Und Melanopsin wird stimuliert durch weißes Licht mit einem hohen Blaulichtanteil, wie es gerade beim Smartphone der Fall ist. Das Pigment schickt dann Signale an den sogenannten suprachiasmatischen Kern im Hypothalamus des Gehirns. Denn dieser Kern reguliert unsere innere Uhr, damit auch den zirkadianen Rhythmus und ganz wichtig die Melatoninausschüttung. Und wenn die Retina jetzt die Lichtinformation an das Gehirn sendet, ist es für das Gehirn quasi ein Aufwachsignal. Und der Melatoninspiegel wird massiv gesenkt, was zu Einschlafstörungen führt einerseits und andererseits auch dazu führt, dass wir während des Schlafens nicht richtig regenerieren können. Der zweite Punkt in dem Zusammenhang ist die Informationsflut, die uns durch das Smartphone die uns in eine ständige Alarmbereitschaft bringt. Wir machen uns dann tausend Gedanken über den nächsten Tag und die Vergangenheit und das hindert uns natürlich auch am Einschlafen. Deswegen ist die Devise ganz klar, kein Smartphone im Bett. Und das war auch schon mein letzter Tipp für heute. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, so die Dinge zu 100% umzusetzen, aber ich finde, da muss man sich jetzt auch keinen Druck machen. Wichtig ist ja einfach, dass man die Punkte kennt und sich so oft wie möglich dran erinnert. Ich hoffe, du konntest aber trotzdem das eine oder andere für dich mitnehmen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal für weitere Gesundheitstipps. Bis zum nächsten Mal. Ciao.